Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem heutigen modernen Sklavenmarkt in der Stadt Lemgo. Unsere modernen Arbeitsmarktsklaven sind in jeder Hinsicht flexibel einsetzbar. Sie scheuen sich nicht vor Leistungsdruck, haben auch keine Scheu vor Arbeitsverdichtung. Und wenn sie nicht mehr benötigt werden, sind sie jederzeit sozial entsorgbar. Damit Sie, meine Damen und Herren, aus den Unternehmens- und Konzernzentralen dem Kostendruck der Globalisierung standhalten können. Jetzt geht es um Arbeit, Arbeit, Arbeit und um die Protagonisten dieser Arbeit, nämlich die Arbeitsmarktsklaven. Sie wollten etwas sagen, mein Herr? Also bitte jetzt keine Angebote mehr, wo ich drauf zahlen muss. Ich bin mit meiner Lohnleistungsfähigkeit längst über alle Grenzen hinaus. Kein Angebot mehr, wo Sie draufzahlen müssen. Sie sind mit Ihrer Lohnleistungsfähigkeit längst über alle Grenzen hinaus, sagten Sie, wenn ich das richtig verstanden habe. Über alle Grenzen hinaus. Ich bin eine gelernte Verkäuferin. Ich habe viele Jahre schon in meinem Beruf gearbeitet. Dadurch habe ich viel Erfahrung. Meine letzte Anstellung war ein Warenhaus, ein US-amerikanischer Konzern. Doch der hat sich für uns geschämt, glaube ich, wurde uns gesagt, wegen unseren Fehltritten. Voller Scham ist er nach Amerika zurückgegangen. Der hieß, wenn ich das richtig sehe, irgendwie Wallfahrt oder Wohlfahrt oder so ähnlich, ne? So hieß der. Mein Namensgedächtnis. Aber der hieß... Wallfahrt. Damit hat es aber gar nichts zu tun gehabt eigentlich. Und dann wurde unser Warenhaus aufgekauft. Mit einer metropolischen Geschwindigkeit. Leider wurden die Mitarbeiter alle freigesetzt. Ich bin auch eine von den Freigesetzten. Ich habe unzählige Bewerbungen geschrieben. Doch leider ist bis jetzt nichts gekommen. Und jetzt, nun lebe ich von Hartz IV. Naja, aber immerhin ist da ein Kühlschrank da wenigstens immer voll, ne? Kühlschrank? Was für ein Kühlschrank? Wir von der Deutschland AG zahlen für Hilde nicht nur die Mehraufwandsentschädigung von 1 bis 2 Euro, nein. Wir wissen doch ganz genau, was Sie gerade angesprochen haben, dass Sie Kosten haben. Wir wissen ganz genau, dass diese Kosten Sie auffressen. Wir von der Deutschland AG bieten Ihnen 500 Euro Verwaltungs-Mehraufwandsgebühren pro Kopf, also für Hilde. Ist das Geschäft gemacht? Gut, Geschäft gemacht, wunderbar, alles klar. Ich danke Ihnen und ich hoffe, dass wir uns demnächst unter ähnlichen Umständen einmal wiedersehen werden in der Stadt Lemgo. Schönen Dank. Geht's dir gut, Timurchen? Die immensen Schulden des Staates, so wird behauptet, hätten nicht die Banken und die Geldgier der Reichen verursacht, sondern die Sozialschwachen, die Arbeitslosen und maßlosen Gewerkschaften. Welch ein Hohn, meine Damen und Herren. Damit dürfte aber auch klar sein, welche Parteien für uns nicht mehr wählbar sind. Denn nur die dümmsten Kälber wählen ihre Metzger selber. Die bestehenden asozialen Verhältnisse in unserem Land müssen grundlegend geändert werden. Unser Gesellschaftssystem ist äußerst ungerecht und unsere Marktwirtschaft ist nicht sozial, sondern asozial. Der Kapitalismus mit seinem Marktradikalismus kann niemals sozial sein und verdient kein Vertrauen. Er ist auch nicht reformierbar und Freiheit im Kapitalismus ist immer nur die Freiheit der Kapitalbesitzer. Deren Freiheit schränkt die Freiheit der großen Mehrheit in unserer Gesellschaft ein. Deshalb muss sich die Mehrheit aktiv zur Wehr setzen, damit sich die sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse grundlegend ändern. Wir kämpfen gegen prekäre Beschäftigungsverhältnisse. Wir fordern das Recht auf gute Arbeit. Thank you.
Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem modernen Sklavenmarkt der Deutschland AG. Heute ausgerichtet von mir, Ihrem Gildo Westerwoge vom Förderkreis deregulierter Produkte, kurz FDP. Sie sehen schon, man mag es nicht, wenn ich zu sehr nach links drifte. Das ist auch verständlich, das ist auch richtig so. Unsere modernen Arbeitsmarktsklaven sind in jeder Hinsicht ausgesprochen flexibel. Bitte kommen Sie näher, meine Damen und Herren. Mein erstes Angebot für heute. Ich bin der Heiner. Ich bin bald 60 Jahre alt. Ich habe 40 Jahre auf dem Bau malocht. Ich habe da auch meine Ausbildung gemacht. Ich bin vollkommen fertig. Die Firma ist pleite und ich stehe auf der Straße. Wie gesagt, für einen Job würde ich alles tun. Es kommt mir schon vor, als ob ich selbst schuld wäre. Ich würde nötigenfalls für 3 Euro, hier steht's, jeden Job annehmen. Und wenn ich mit der Zahnbürste die Straße fegen muss. Ganz genau. Und jetzt, spätestens jetzt, kommen wir ins Spiel, meine Damen und Herren. Aber kurz noch eine Frage an Heiner. Heiner, 3 Euro Stundenlohn, ist das etwas, womit du klarkommst? Ist das ausreichend für dich? Naja, eine Frau habe ich schon lange nicht mehr. Kinder habe ich auch keine. Wenn ich abends noch Zeitung austrage oder nachts, dann komme ich ja zumindest um die Runden. Ich denke, ich muss nicht verhungern. Dann komme ich ja vielleicht ohne Hartz IV aus. Meine Damen und Herren, Sie können Heiner jetzt kaufen. Sie oder Sie. 3 Euro. Wer nimmt Heiner für 3 Euro? Ich sehe Köpfe schütteln, hier und da. Niemand da, der Heiner für 3 Euro Stundenlohn kaufen will. Bitte, niemand da. Sie auch nicht, mein Herr. Für 1 Euro, mein Herr, ich bitte Sie. Mein Herr, Sie haben mitbekommen, was Heiner für Qualitäten besitzt. Also, er ist nicht mehr der Allerjüngste, aber Sie haben doch gehört eben gerade, er besitzt außerordentlich Qualitäten, nämlich Erfahrung. Er besitzt außerordentlich viel Erfahrung. Ich komme Ihnen noch ein Stück entgegen. 2 Euro. 2 Euro. 2 Euro. Und ich packe noch was drauf. Wunderbar. Weg für 2 Euro. Und ich zeige mich erkenntlich, mein Herr. Ich packe Ihnen noch 2 Praktikanten für 4 Wochen. Für lau obendrauf. Bei nicht gefallen können Sie die wiederum ohne Schwierigkeiten sozialverträglich bei uns entsorgen. Ist das ein Angebot? Ich danke Ihnen vielmals. Heiner, du bist weg. Du hast einen Job. Wunderbar. Freu dich, Heiner. Hervorragend. Ja, meine Damen und Herren, was wir hier gerade erlebt haben, kann man wahrlich als Realsatire bezeichnen. Aber für viele Menschen in diesem Lande ist diese Satire bereits bittere Realität geworden. In Deutschland arbeiten 6,5 Millionen Menschen im Billiglohnbereich. Stundenlöhne von 6 Euro brutto und weniger sind nach einer Studie der Uni Duisburg-Essen an der Tagesordnung. Mehr als jeder Fünfte ist inzwischen davon betroffen. Und die Tendenz geht weiter nach unten. Auch Vollbeschäftigung schützt der Studie zufolge nicht vor niedrigen Stundenlöhnen. Etwa ein Viertel der Beschäftigten verdienen trotz voller Arbeitszeit im Monat nicht mehr als 800 Euro brutto.